Wir sollten Patricia ihr eigenes Bad einbauen. Wenn dein Mann das bezahlt? Das passiert garantiert nicht. Dann? Wie wär's, wenn du mal was zum Haushalt beiträgst? Mich stört das gemeinsame Bad nicht. Aber mich vielleicht. Tja, dann. Ich kann nicht alles allein zahlen hier. So viel verdiene ich nicht. Ich kann dir mal ausrechnen, was das kosten würde, noch ein Bad einzubauen. Ich will nicht, dass du es ausrechnest. Ich will, dass du es machst. Wo willst du hin? Ins Bad. Worum ging's denn? Ums Bad. Habt ihr irgendwas? Nein, sollten wir? Lasst solche Antworten. Du wirst es ja eh nicht wissen. Was will ich nicht wissen? Dass er hinter mir her ist. Na, sag was. Soll das ein Witz sein? Nein, leider. Wenn dein Vater noch hier wäre, dann würde er dir ein paar um die Ohren hauen. Er ist aber nicht hier. Dafür ist Fred hier. Ich muss jetzt zur Arbeit. Was willst du denn von Fred? Er hat doch alles bei mir. Und das eine sage ich dir. Wenn ich euch erwische, dann... Dann? Du wirst schon sehen. Wen bringst du dann um? Ihn oder mich? Ja, bringe ich ihn um. Wenn er mich noch einmal anfasst. Sei doch nicht so! Ich denke, du hast es weggesteckt. Das kann man nicht so einfach wegstecken. Wenn du das nicht verkraften kannst, dann müssen wir uns halt trennen. Ach, so einfach ist das. Nein, so einfach ist das nicht. Aber ich habe keine Lust, dass du den Rest unseres gemeinsamen Lebens mit so einem Gesicht rumrennst. Wie macht's denn so ein Knastbruder, hä? Jetzt kannst du gehen. Ich hab dich doch lieb. Und deshalb... Was deshalb? Sag doch einfach, ich hab dich auch lieb. Und dann ist alles wieder gut. Nichts ist gut. Ich verstehe einfach nicht, warum dich dieses Schwein anfassen darf. Hallo. Hier bei Nierens. Warum sprechen Sie denn nicht? Hallo. Tja, dann. Eben nicht. Arschloch. Lange nicht gesehen, Peter. Wie geht's? Ach. Willst du was trinken? Nee, lass mal. Was willst du dann? Du, am liebsten hätte ich, dass wir beide losgehen und diesen Typen dann im Haus grün und blau schlagen.
kann mich beherrschen. Ich war jetzt fast 3 Jahre arbeitslos. Ich bin froh, dass ich wieder Arbeit habe. Was hat es denn damit zu tun? Alles. Und warum holst du da Patricia nicht endlich aus? Ich habe kein zweites Haus. Soll sie bei mir auf meiner stinkigen Bude wohnen? Da oben? Ach, Horst, hör mal. Warum nimmst du sie nicht zu deinen Eltern mit? Das geht doch nicht. Mein Großvater ist aus dem Heim weg. Wir können ihn doch nicht einfach zurückschicken. Du weißt auch nicht, was sie an diesem Knacki hat. Richtiges Arschloch. Dieses Arschloch hat mit ihr geschlafen. Er hat mit Patricia geschlafen. Da hast du nichts zu tun? Für dich stehen 2 Waldläufer an. Oh, da kommt er schon, der Herr Wesel. Das ist aber zu nett von Ihnen. Ach, das mache ich doch gerne, Frau Grünberg. Ich würde Sie nicht von alleine lassen. Sie springt nämlich jeden großen Rüden an. Ja, aber meistens ist sie ein bisschen zu klein für die Liebe, oder? Nackel. Sie werden Ihre Waldläufe heute alleine machen, mit allen Übungen. Muss ja keiner wissen. Wäre nett, wenn Sie mich auf dem Rückweg hier wieder abholen würden. Okay. Also, von der Brücke weg 2-mal bis zur Floßlände und zurück. Ich dachte, wir wollten uns nicht mehr sehen. Ja, das dachte ich auch. Ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn du hier auftauchst. Was meinst du, was ich alles nicht ausstehen kann? Mein Nachfolger zum Beispiel. Wieder die alte Leier. Nein, schlimmer. Viel schlimmer. Ich höre. Dein Freund schläft mit unserer Tochter. Willst du das wissen? Sie hat es Peter gestanden. Geh, geh, bitte. Warum? Du sollst abhauen. Ach ja? Weil er dir wehtut, soll ich abhauen. Du willst mich doch nur krank machen. Du, ich werde das nicht zulassen. Und wenn du noch kränker wirst. Jetzt ist sie im Schlafzimmer eingeschlossen. Und spricht nicht mit mir. Warum nicht? Frag sie doch mal.
hast gequatscht. Na und? Willst du nicht endlich mal von hier verschwinden? Nein, will ich nicht. Es gefällt mir sehr gut hier. Ich hab's meinem Freund erzählt. Wenn dein Vater sich mehr um deine Mutter gekümmert hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Sag mal, hast du nicht zugehört? Doch, du hast es deinem Freund erzählt. Ja und? Hast du keine Angst, nein? Nee, ich hab keine Angst. Wovor denn? Was suchst du denn da? Ich habe immer einen Schlüssel für mein Zimmer. Es gibt keinen Schlüssel für dein Zimmer. Ja, hallo, hier ist die Patricia. Ist der Peter da? Hat er nicht gesagt, wo er hin ist? Wann er zurückkommt, auch nicht? Nee, Sie brauchen ihm nichts ausrichten. Ja, danke. Peter, na komm, nimm dir auch eine. Du, die sind alle drei noch im Haus, aber nur in Patrizias Zimmer brennt noch Licht. Schließ nachher alles ordentlich zu. Und versuch mich nicht wieder zu bescheißen, sonst bist du weg von hier. Die Leute bezahlen dafür, dass du mit ihnen läufst und nicht säufst. Ich muss was falsch gemacht haben in meinem Leben. Und ich fange gerade damit an. Vielleicht sollten wir das ändern. Hallo? Was? Hier ist Patricia Nierens. Hä? Nein, hier wohnt keine Angelika. Hier bin nur ich. Ja, 53 60 217. Nein, nicht 3. 217. Ja, schon gut. Wenn du näher kommst, schrei ich. Hört dich sowieso keiner. Und deine Mutter hat sich mit Schlafmitteln vollgepumpt. Irgendwo muss ich doch schlafen. Abend zurückkomme, dann bist du verschwunden. Meinst du mich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht solltest du auch noch mal deine Tochter fragen. Ich schwöre dir, es passiert was, wenn du nicht weg bist. Ich würde gehen an deiner Stelle, sonst passiert wirklich noch was. Ist doch immer schön, wenn wirklich was passiert. Dich kann man nicht lieben. Dich kann man nur hassen. Aber man kommt nicht von mir los. Thank you.
Hörst du zu, Axel? Also, Wesel heißt er. Alfred Wesel, geboren am 10. Februar 49 in... Was? Nein, der ist nicht erschossen worden, der ist erstochen worden. Ja. Doch, einen Zeugen gibt es, einen Hund. Ja, so ein Mischling, ein Terrier-Mischling. Nein, das ist kein Witz. Hat von Ihnen jemand was beobachtet? Ich habe schon mal geguckt. Messer ist nicht. Jedenfalls nicht in der Nähe. Ein einziger Stich, Leo, das ist alles. Zwar von vorn direkt in den Bauch. Er ist verblutet. Er hat zwar versucht, sich noch mal aufzurichten, aber... Kennt ihr die blöde Geschichte von dem Hund, der laut zu bellen anfängt, als ihm nach Wochen der Mörder von seinem Herrchen gegenüber steht? Was ist los? Der Hund hat den Täter tatsächlich wiedererkannt. Ist ja gut. Sonst fällt dir nichts ein. Doch, einer von den Leuten da kennt den Toten. Also, Wesel heißt der, wohnt Georgenstraße 22 bei, wie heißen die jetzt, Nierens. Ja, du kannst schon mal den Hund einfangen. Den nehmen wir mit zur Identifizierung des Täters. Und du kannst dich mit dem Gedanken vertraut machen, dass ich eine Hundertschaft brauche, um das Messer zu suchen. Ja, sonst noch was? Na. Ja, ist ja gut. Einmal was. Leo, der hat so eine Knast-Tätowierung auf der linken Schulter. Vielleicht hilft euch das weiter. Brauche ich nicht. Einmal was. Was machen Sie denn mit meinem Hund? Ist das Ihrer? Ja, freilich. Wir haben einen Toten gefunden und der Hund lief immer um den rum. Der Mann soll hier wohnen. Herr Wesel, das hat man jetzt davon. Und wo treibst du dich rum? Der Herr Wesel war mal im Gefängnis, das weiß hier jeder. Was? Der ist... Ja. Er ist doch immer mit Sally spazieren gegangen. Er war so ein Netter. Und wo ist der Herr Wesel jetzt? Im Park. Der Herr Wesel ist umgebracht worden. Wir sind von der Polizei. Mein Gott. Was ist das für eine Welt? Aber ich hätte das ja wissen müssen. Sagen Sie, ist da keiner? Nein. Die Tochter geht auf die Berufsschule und die Mutter, die Frau Nierens, die arbeitet in einem Antiquitätengeschäft. Ihren Mann hat sie rausgeschmissen. Inzwischen ist sie geschieden. Und er arbeitet als Trainer oder sowas. Entschuldigung. Bitte schön. Du, der hatte ganz schön was auf dem Kerbholz. Ja, ein Scheckbetrug mehrfach, Diebstahl, Heiratsschwindler, betrügerischer Konkurs. Aua, war richtig was los im Leben von Herrn Wesel. Was? Ein Beruf. Hatte der einen Beruf? Moment. Ach, mit Anlagebetrug hat er auch was zu tun gehabt. Ah, hier, Berufssegelschullehrer. Wie finde ich denn das? Nee, keine Gewaltdelikte, kein Rauschgift. Danke, Ende. Ein polizeibekanntes, abwechslungsreiches Leben hat er geführt, der Herr Wesel. Entschuldigung, gehören Sie zu dem Haus? Warum? Parterrewohnung. Was interessiert Sie das? Sagt Ihnen der Name Alfred Wesel was? Das kann ja hier jeder fragen. Wir sind von der Kriminalpolizei-Mordkommission. Mein Name ist Chris. Er ist der Freund meiner Mutter. Was ist denn los? Wir haben ihn gefunden, nicht weit weg von hier. Er ist ermordet worden. Das beeindruckt Sie aber nicht sehr. Und? Sollen wir jetzt heulen? Scheißkerl! Ich habe gehört, Sie sind in der Berufsschule. Was machen Sie denn jetzt hier? Mir war schlecht. Er hat mich abgeholt. Ja, und dann sind wir hierher, nach Hause. Und? Wer hat ihn umgebracht? Können wir vielleicht reingehen? Also, ich weiß nicht. Das ist nicht gerade ein geeigneter Ort, um jemanden umzubringen. Es gibt hier viel zu viele andere Orte, die sich dafür eignen. Ja. Was ist das? Hast du den übersehen? Der war in seiner rechten Hosentasche. Das ist mir noch nicht passiert.
Einmal ist keinmal. Aber zweimal ist einmal zu viel. Sie wissen, wer Herr Wiesel war? Ja, wissen wir. Aber Ihre Mutter muss ihn ja wohl trotzdem gemocht haben. Ja. Wo arbeitet Ihre Mutter? In Thalkirchen. Antiquitäten. Telefon 66 42 3 91. 92? Ach so, ja, 92. Das vergesse ich immer. 392. Und Ihr Vater? Was hat denn der damit zu tun? Bitte. Sportschule Gilbert. Sie wissen, wo das ist? Noch nicht, aber gleich. Und Sie machen was? Also, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Er studiert Sport. Aha. Hat Herr Wiesel noch Kontakt zu seiner alten Szene? Weiß ich nicht. Hier hat er so eine Art Hausmann gespielt. Gibt es noch irgendwas, das wir wissen müssen? Wie war denn zum Beispiel Ihre Beziehung zu ihm? Es war keine Beziehung. Er war eine Null. Ihre Mutter sieht das wohl anders, nehme ich mal an. Ich gehöre dazu. Die sind alle da drin. Gehen Sie schon vor, ich komme gleich nach. Okay. Darüber mal Gedanken gemacht? Soweit ich mir das vorstellen kann, war meine Mutter eben hörig. Ach, dann war er der Grund, warum Ihre Eltern sich getrennt haben. Ja. Wie fanden Sie das? Beschissen. Furchtbar. Ich mag meinen Vater sehr. Den muss man einfach mögen. Kennen Sie sonst noch jemanden, der ein Motiv gehabt hätte, den Freund Ihrer Mutter umzubringen? Dieser Schlüssel war in der Hosentasche des Toten. Er passt in die Tür zu Ihrem Zimmer. Aha. Können Sie uns das erklären? Nein, das verstehe ich nicht. Du? Das kann ich nicht nachvollziehen. Na klar, tut mir das leid. Ich kann weder weinen. Ich kann weder weinen noch... Du, ich kann weder weinen, noch kann ich zusammenbrechen. Ja, ich weiß auch nicht, warum du gerade mich anrufst. Wen soll ich denn anrufen? Ich habe ja sonst niemanden. Für irgendetwas müssen doch die 20 Jahre mit dir gut gewesen sein. Ach so. Ich dachte, die hätten dir nicht gefallen. Du hast mich doch rausgeschmissen wegen ihm. Mein Gott, kannst du nicht endlich einmal aufhören? Immer nur du. Weißt du, wie ich mich fühle? Jetzt, wo ich zur Polizei muss? Ja, was meinst du, wie ich mich fühle? Nachdem ich weiß, dass dein Freund mit meiner Tochter geschlafen hat. Kannst du nicht endlich damit aufhören? Na, das ist ja nun vorbei. Sag mal, sind wir hier auf dem Bahnhof? Entschuldigung. Bitte. Frau Nierens? Ja. Guten Tag, mein Name ist Axel Richter. Es tut mir leid, was passiert ist. Sie sind der Erste, dem es leid tut. Ja, setzen Sie sich bitte. Hauptkommissar Kress wird jeden Moment hier sein. Wie ist das passiert? Er ist erstochen worden. Bei einem Spaziergang. Mit dem Hund. Frau Nierens, mal eine ganz persönliche Frage. Wie kommt jemand wie Sie dazu, jemanden wie Alfred Wesel bei sich aufzunehmen? Was hat es mit seinem Tod zu tun? Naja, er hat immerhin 6 Jahre seines Lebens in der Strafanstalt verbracht. Er hat alles abgebüßt. Er war ein anständiger Mensch. Irgendwann muss doch so etwas vorbei sein. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Bei einer Versteigerung von Antiquitäten. Er war auf einer Antiquitätenversteigerung? Ja, er hat irgendwelchen Trödelkram gebracht. Und wie war die Situation heute früh? Macht ruhig weiter. Also noch mal zur Situation. Wer von Ihnen ist heute früh zuerst aus dem Haus gegangen? Ich?
Meine Tochter und Fred blieben noch da. Und wie war die Atmosphäre? Normal. Friedlich. Etwas verschlafen. Merkwürdig. Ihre Tochter ganz anders erzählt. Entschuldigung, mein Name ist Kress. Tut mir leid, was mit Ihrem Freund passiert ist. Danke. Aber heute früh wollten Sie Ihren Freund, Herrn Wesel, rausschmeißen. Ach, das war nicht so ernst. Weswegen wollten Sie ihn denn rausschmeißen? Ja, Heimann. Ja, aber bitte nach nebenan. Frau Nierenz. Haben Sie das meine Tochter auch gefragt? Ja, aber sie wusste es nicht. Oder? Sie wollte es nicht sagen. Aber vielleicht wissen wir es. Wir haben bei dem Toten den Zimmerschlüssel von ihrer Tochter gefunden. Tja, irgendwas müssen wir uns ja jetzt denken. Helfen Sie uns. Langsam wirst du ja wirklich ein bisschen zickig. Ich brauche diese Hundertschaft. Red mal mit ihm. Ohne das Messer passiert überhaupt nichts, das weißt du. Ja. Dass das klar ist, ich bin absolut freiwillig. Wir sehen es. Aber gespannt bin ich trotzdem. Sie wären ja sowieso zu mir gekommen. Dass meine Frau mich rausgesetzt hat wegen dem, da ist noch nicht so lange her. Und wir gehen aber nicht davon aus, dass er deswegen seinen Nachfolger umbringt. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ein Dreckskerl, Fred Wesel. Sag ich mal einfach so. Setzen Sie sich erst mal. Woher wissen Sie eigentlich, was passiert ist? Meine Frau hat mich angerufen. Wir haben Ihre Frau hierher gebeten. Sie ist noch da, nebenan. Ich muss sie nicht unbedingt sehen. Vielleicht braucht Ihre Frau sie jetzt. So läuft das Leben aber nicht. Erst rausschmeißen und dann wiederholen, wenn man einen braucht. Sagen Sie, haben Sie eigentlich gewusst, dass Ihre Tochter ein Verhältnis mit dem Freund Ihrer Frau hatte? Nein. Ja. Und der Freund Ihrer Tochter, hat der das auch gewusst? Mhm. Ihre Frau sowieso. Sie war dabei, Herrn Wesel rauszuschmeißen. Wie hätte Ihre Tochter das aufgenommen? Was glauben Sie? Ja, eigentlich hasste sie ihn, obwohl, oder vielleicht gerade deswegen. Deswegen was? Lass doch. Das soll ja vorkommen. Oder? Du musst doch keine Angst haben. Ich weiß nicht. Es wird irgendwas Schreckliches passieren. Woran denkst du denn? Meine Mutter. Mein Vater. Die werden sie natürlich erst mal ausquetschen. Mein Vater wird sich wieder um Kopf und Kragen reden. Meinst du, der liebt meine Mutter noch? Du musst es doch wissen, du bist doch sein Freund. Darüber spricht er nicht. Vielleicht hättest du ihm nicht erzählen sollen, was passiert ist. Um Gottes Willen, du glaubst... Was? Ich meine, du denkst doch etwa nicht, dass dein Vater den Wesel... Sag mal, spinnst du? Zieh doch die Jacke aus. Nein, danke. Ich bin ja nicht mehr zu Hause. Ja, es wird schon... Alles wieder gut werden. Mein Kleines. Also ich weiß nicht, Leo, aber vielleicht hätten wir doch gleich Protokolle machen sollen. Nee, lass die sich ruhig erst mal aufarbeiten. Morgen, wenn sie ihre Wunden lecken, dann holen wir sie uns wieder. Aber Leo, ich meine, das ist... Die können sich jetzt perfekt absprechen. Ja, was können die schon absprechen? Einer fällt zwangsläufig durch den Rost. Leo glaubt, dass es einer von der Familie war. Ach, bist du sicher? Ziemlich. Einen werden wir uns ans Messer liefern. Auch wenn sie es nicht wollen. Wir müssen uns mal um die Angehörigen von Alfred Wesel kümmern. Hm, da gibt's keine. Der ist im Waisenhaus aufgewachsen. Eigentlich ist der Wesel ein armes Schwein. Zum ersten Mal in seinem Leben geht's ihm einigermaßen gut. Und schon haut's ihn um.
Trotzdem kriegst du keine 100 Mann. Leo, das hatten wir aber... Aber 50. Dafür will Leo aber auch das Messer sehen. Ach. So ist es. Tja, eigentlich können wir Schluss machen für heute, ne? Eine kleine Sache gibt es noch. Ich weiß allerdings nicht, ob uns das weiterbringt. Ja, nun mach mal. Nerv mich nicht. Der Freund von Patricia war in der Nacht davor dort, in seinem Wagen. Hat das Haus Nierens beobachtet. Ja, und? Aussage von Nachbarn. Vielleicht hat er auf seine Braut gewartet. Leo, kannst du damit was anfangen? Nee. Tja, wenn alle Stränge reißen, dann haben wir ja immer noch Heimann als Mörder. Wieso? Ja, ich habe gehört, der Köter hat dich angebellt. Ja, ja. Gute Nacht. Wahnsinnig! Die können uns nichts! Können uns gar nichts. Na klar können die uns! Jeden von uns! Jetzt setzt euch doch endlich! Danke, ich möchte nicht. Ich kann die nicht verdächtigen. Die nehmen, wen sie kriegen können. Du, was musstest du dich auch mit ihm einlassen? Du musst gerade reden, jetzt hängt sie da damit. Jetzt hört doch mal auf, verdammt noch mal! Für die hat doch jeder von uns einen Grund gehabt, ihn umzubringen. Ich nicht, ich habe ihn geliebt. Ach, schön, das zu hören. Einen von uns werden sie kriegen. Jede Schuld, die wir abwälzen, die wird doch jetzt automatisch auf einen von uns anderen landen. Und genau das wollen die erreichen. Seid ihr denn noch zu retten? Ich will mir nicht vorstellen, dass du oder du ihn getötet hast. Oder ich. Aber genau dahin treiben wir uns doch jetzt, Horst. Ich will mich nicht daran beteiligen. Ich war's nicht. Macht's gut. Weil sie glauben dir das? Du kannst jetzt nicht hier verschwinden. Ich gehöre nicht hierher und ich gehöre nicht dazu. Bitte, bitte bleib! Papa, bitte! Nein! Ich kann nicht. Ich will nicht. Sie haben Riedmann nur 30 Männer geschickt, keine 50. Das Messer brauche ich trotzdem. Ja. In dem Kinderladen neben dem Antiquitätenschuppen sagen Sie, da hing ein Schild an der Tür, bin gleich wieder da. Aha. Ja, aber sie war ziemlich lange weg. Wie lange ist ziemlich lange? Tja, jedenfalls lange genug. Genug für was? Ach Mann, Leo. Du bist ja auch nichts. Ich krieg nichts runter. Wir müssen uns um sein Begräbnis kümmern. Vier ist gut. Und seine Sachen, was machen wir damit? Das musst du mich doch nicht fragen, du hast ihn doch hierher geholt. Mein Gott, bist du kalt. Ich muss jetzt los. Dann geh doch. Oh, entschuldigen, ich kann nicht bleiben. Ich muss mein Geschäft aufmachen. Wir wollen zu Ihrer Tochter. Ist sie da? Soll ich nicht doch lieber bleiben? Nee, das möchten wir gar nicht. Sagen Sie, Sie hatten den Laden eine Weile geschlossen gestern. Vorgestern? Und in der Küche fehlt Ihnen auch kein Messer oder so? Sie trauen sich was. Nun, wir müssen uns trauen. Bis dann. Wir sehen uns am Nachmittag im Präsidium zum Protokoll. Können Sie mir sagen, ob hier in der Küche ein Messer fehlt? Bitte was? Ihre Mutter haben wir das auch schon gefragt. Sie trauen mir sowas zu? Nein, es ist nur eine Frage. Und die Frage war nicht, ob Sie Alfred Wesel erstochen haben. Ich war in der Berufsschule. Bitte. Nach Ihnen. Ich habe ihn verachtet. Gehasst haben Sie. Hat Ihr Vater gesagt. Aber warum haben Sie dann mit ihm geschlafen?
kann ich Ihnen nicht erklären. Ich kann mir das ja selbst kaum erklären. So was passiert eben. Ja, ja, aber wenn derjenige getötet wird, dann kriegt plötzlich alles eine andere Bedeutung. Für Ihre Mutter ist das eine ziemliche Katastrophe, was Sie gemacht haben. Wenn zwei zusammen schlafen, dann ist nicht nur einer schuld. Ich habe das nicht gewollt. Das muss reichen. Für Ihre Mutter wird das kaum reichen. Dann trauen Sie ihr den Mord auch zu, oder wie meinen Sie das? Ja, ich mach das schon. Wieso sind Sie eigentlich jetzt nicht in der Berufsschule? Ich kann doch nicht in die Schule gehen, wenn man mir einen Mord vorwirft. Guten Tag, ich möchte zu Patricia. Ich bin Ihr Freund. Wer sind Sie denn überhaupt? Mordkommission, wir reden gerade mit ihr und wir würden das gerne alleine tun. Ich bestehe darauf, dabei sein zu dürfen. Geht nicht. Dann komme ich eben mit meinem Anwalt wieder. Ja, bitte, machen Sie das. Ach. Allmählich müssen wir den mal hinausgeben. Ich fahr damit ins Labor. Wie komme ich hier weg? Doch schön hier, bleib doch hier. Ich muss in die Sportschule. Joggen ist gesund. Tschüss. Heute ist nichts mehr. Aus. Haben Sie nicht gehört? Kommen Sie morgen wieder. Ich wollte zu Herrn Nierens. Da kommen Sie zu spät. Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Dort im Büro. Er hat sich aufgehängt. Wir haben ihn abgeschnitten. Kann ich mal sehen. Er hat noch gelebt, aber war schon ohne Bewusstsein. Sie können jetzt nicht gehen. Wir müssen uns das anschauen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass er etwas mit dem Mord an dem Freund seiner Frau zu tun hat. Der doch nicht. Da oben, an dem Balken. In welcher Klinik ist er? Rechts der Isar. Was hat er denn gestern so gemacht? Leo, ich glaube, ihr müsst mal kommen. Der Nierens hat sich aufgehängt. In der Sportschule. Ja, Ende. Er hat vorwiegend die älteren Herren trainiert. Waldlauf, Fitness, Leichtathletik. Was hat der Arzt gesagt? Er wird nicht wieder. Hat er wirklich den Freund seiner Frau umgebracht? Ich weiß nicht, was ich Ihnen antworten soll. Hat er einen Brief hinterlassen? Irgendwas? Nee, hier war nichts. Vielleicht oben. Der wohnt da oben. Ach so? Gehen Sie mal rein zu ihr. Ich glaube, sie braucht sie jetzt. Und wir sehen uns am Nachmittag im Präsidium. Wir müssen ja auch mal anfangen, miteinander zu reden, ne? Du weißt, wo das ist, die Sportschule? Jo, weiß ich. Nur sag doch mal was zu dem Selbstmord. Entschuldigung. Ja, Chris. Ja, wir wissen Bescheid. Wir sind schon unterwegs. Was? Das ist doch mal was anderes. Ja, danke, Ende. Redmann hat das Messer. Na toll. Unser Trainingsplan. Mhm.
Alles außerhalb der Sportschule. Und zwischen den Terminen hatte der immer Zeit, wenn ich das richtig verstehe. Ich kann das nicht kontrollieren. Und trotzdem nicht. Einen Mord traue ich dem nicht zu. Nee, warum nicht? Aber wissen Sie, früher, das war ein absoluter Spitzensportler, Trainingsweltmeister. Und wenn es dann zum Wettkampf kam, da lagen die Nerven bloß. Fehlanzeige. Eine alte Reiseschreibmaschine steht offen auf dem Tisch, aber kein Brief, nichts. Na ja, Riedmann soll sich das mal anschauen. Ich weiß gar nicht. Also, entschuldigen Sie mal bitte, ich weiß gar nicht, was Sie da finden wollen. Der hatte sich doch schon aufgegeben, Herr Horst. Tja, das war's dann wohl, hm? Danke, wir finden alleine raus. Ach, wenn Sie bitte so lange warten würden, bis unser Kollege Riedmann hier ist, ja? Danke. Ich bin's, Sigi. Hast du schon gehört, was passiert ist? Nein. Was denn? Oh Gott. Wo ist er denn jetzt? Wieso bist du dran? Ihr habt gehört, was passiert ist. Gib mir mal Patricia. Was? Was für Beruhigungstabletten von mir? Bist du verrückt? Weißt du, wie stark die sind? Sie soll versuchen zu schlafen. Kannst du mir mal erklären, was das mit seinem Selbstmordversuch auf sich hat? Nein, das war nur eine Frage. Was führst du dich so auf? Nein, das erledigt nichts, das weiß ich auch. Was will sie? Das wirst du verhindern, dass sie zu ihrem Vater fährt. Das wirst du verhindern! Was verspricht er sich davon, jetzt in die Klinik zu fahren? Ja, das musst du ihn schon selber fragen. Koma ist Koma, da kriegt er nichts raus. Vom Labor. Jede Menge Fingerspuren auf dem Messer. Was heißt jede Menge? Jede Menge heißt vier, und zwar vier verschiedene. Die von Wesel kannst du schon mal abziehen, dann bleiben nur noch drei. Ja? Mein Chef hat gesagt, wenn das in die Presse kommt, dann fliege ich raus. Dann haben sie es geschafft. Frau Nierens. Wir haben Ihren Freund nicht umgebracht. Ich auch nicht. Sie wissen, was mit Ihrem Mann passiert ist. Ex-Mann. Ja, auch gut. Erklären Sie mir, was das soll. Das kann ich nicht. Er hat keine Nachricht hinterlassen. Ja, ein schönes Durcheinander hat er hinterlassen. Das genügt schon. Bis jetzt haben wir das immer andersrum verstanden. Ja, dann fangen wir mal an. Name, Mädchenname, Geburtsort. Lassen Sie sich nicht stören. Kommst du mal bitte. Band läuft. Das ging aber schnell. Er liegt im Koma. Das wusstest du doch. Sag mal, suchst du Streit? Ich habe mir den Jungen herbestellt, den Peter Tristan. Ja, Heimer? Wer? Sag das doch gleich, Riedmann. Ja, Werner. Werner, ich möchte eigentlich nicht, dass du ohne was zurückkommst. Und jetzt muss ich aufhören. Ende. Ja? Danke. Na? Wie hat Ihre Freundin das verkraftet mit Ihrem Vater? Sie ist in die Klinik gefahren. Zu Ihrem Vater. Gegen meinen Willen.
unter der Unterlage. Ach, danke, dass Sie mir das jetzt schon sagen. Von der Pistole habe ich auch nichts gewusst. Das ist eine Gaspistole. Der Lauf ist aufgebohrt, aber ich meine... Moment. Lorenz war gestern Abend noch auf der Post. Ja, da habe ich ihn hingeschickt. Einschreiben? Nee, das ist nicht von mir. An wen ist es denn? Das ist ja ein Ding. Sie mochten Herrn Wesel nicht. Stimmt, ja. Und was können Sie daraus ableiten? Haben Sie manchmal in der Küche mitgeholfen? Ich? Wie gebe ich denn dazu? Ich bin Wesel aus dem Weg gegangen, wo ich nur konnte. Bis auch gestern. Ja, könnte doch sein, nein, oder? Nein, das kann eben nicht sein. Dann werden Sie uns jetzt Ihren gestrigen Tagesablauf erklären müssen. Lückenlos, bitte. Das wird schwierig. Das können wir uns denken. Gestern Vormittag einen Waldlauf gemacht und dann... Ja, das. Nee, Sie sind richtig. Aha. Ja, das machen wir. Ein Kollege wird Sie abholen. Danke, wiederhören. Hol doch mal die Patricia Nierens ab im Klinikum rechts der Isar. Unfallintensivstation. Die wissen nicht, was sie mit ihr anfangen sollen und sie weigert sich zu gehen. Und wie geht's Ihrem Vater? Schlecht. Er ist noch nicht wieder zu sich gekommen. Das möchte ich machen. Moment, bitte. Sie bleiben hier. Setzen Sie sich. Wie reden Sie denn mit mir? Entschuldigung. Wo wollen Sie denn mit ihr hin? Hierher. Ihre Mutter ist nebenan. Warum ist sie denn hier? Weil wir wissen wollen, wer Alfred Wesel umgebracht hat. Die Mutter können Sie auch nicht leiden, oder? Eigentlich ist sie an allem schuld. Aber Ihre persönliche Katastrophe hat doch erst angefangen, als Ihre Freundin Patricia mit Wesel geschlafen hat. Na ja, vielen Dank. Und wie bitte schön soll ich dann an das Messer kommen, wenn es aus der Küche ist? Das ist doch aus der Küche. Ich hab doch überhaupt gar keinen Schlüssel zur Wohnung. Jetzt nicht! Entschuldige, Leo, es muss sein. Guck dir das mal an. Wenn ich das richtig verstehe, müsste ein Brief an uns unterwegs sein. Von wem? Nebenan von Horst Nierens. Wie, Horst hat einen Brief hinterlassen? Ja, ich weiß, am liebsten hätten wir jetzt alle, dass Horst Nierens Wesel erstochen hat. Das wär's doch, nicht? Nein, das wär's eben nicht. Danke. Also, setzen Sie sich wieder. Wir fangen jetzt mit Ihrem gestrigen Tagesablauf an. Die nächsten sehen hätte ich ihn wollen. Oder streicheln. Verstehen Sie das nicht? Doch, doch, das verstehe ich. Der einen Schwester hätte ich mich fast geprügelt. Oder sieht er so schlimm aus? Ich möchte ihn lieber nicht beschreiben, wie jemand aussieht, der versucht hat, sich zu erhängen. Ich will nach Hause. Wir fahren ins Präsidium. Ihre Mutter ist da. Oh Gott, die will ich jetzt nicht sehen. Ihr Freund ist auch da. Den muss ich auch nicht haben. Was ist? Wenn ich jetzt sage, ich habe Fred Wesel umgebracht, ist dann alles vorbei? Wie? Vielleicht kann ich mir damit das Leben meines Vaters erkaufen. Waren Sie es denn? Haben Sie den Wesel umgebracht? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe es mir 100-mal vorgestellt. Ich habe nicht gewusst, wie ich mich gegen ihn wehren soll. Kommen Sie. Das war's? Nee, das war's nicht. Morgen nehmen wir das Ganze nochmal auf, im Protokoll. Was war das jetzt? Ich will hören, ob Sie morgen dasselbe sagen. Warten Sie einen Moment hier. So,
wollen Sie gehen? Ja. Sie können hier aber nicht einfach so weggehen. Entschuldigen Sie, ich bin freiwillig hier. Herr Tristan, kommen Sie bitte mal. Ich wollte jetzt eigentlich gehen. Das wollte ich ja eigentlich auch, aber es geht nun mal nicht. Bitte. Was soll das denn? Das ist eine Art Familienzusammenführung. Das kann man so sehen. Frau Nierens und ich sind gerade fertig. Bitte. Es bleibt allerdings das Problem mit dem Schild an der Tür. Bin gleich wieder da. Gestern oder vorgestern? Vorgestern. Gestern. Wir haben Zeugen, die das auf ihren Eid nehmen wollen. Gestern. Ich möchte mal etwas feststellen. Das Messer, mit dem Alfred Wesel getötet wurde, stammt aus einer Serie, die Sie in Ihrer Küche haben. Was sehen Sie mich da so an? Das Messer gibt es 100.000 Mal in Deutschland. Ach, das ist mir jetzt so blöd. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Setzen Sie sich doch erst mal. Sieht ja aus wie auf einer Anklagebank. Sie sind hier aber nicht vor Gericht. Wollen wir uns nicht doch in einen Anwalt nehmen? Also, auf dem Messer, mit dem Alfred Wedel erstochen worden ist, gibt es verschiedene Fingerspuren. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Sie haben alle nichts damit zu tun. Dann mache ich Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie geben mir Ihre Fingerabdrücke freiwillig. Können Sie doch jetzt. Ich will einen Anwalt. Was ist los? Ich denke, von Ihnen war es keiner. Also? Ich denke nicht dran. Die sind doch sowieso drauf. Das können wir unterscheiden. Der Abdruck des Täters liegt über der Blutspur. Na und? Meine können Sie haben. Ja. Herr Kreis, den Einschreiben. Danke. Ich nehme an, Sie können sich vorstellen, was das für ein Brief ist. Ich will nicht, dass jemand anderer diesen Brief liest. Deswegen an Sie, sehr geehrter Herr Kress. Der Verdacht, der auf mir ruht, Fred Wesel getötet zu haben, hat mir endgültig den Rest gegeben. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ich komme immer weniger mit allem zurecht. Ich könnte ja sagen, ich habe ihn getötet, auch wenn ich es nicht war, nur um meine Familie zu schützen. Da ich aber sicher bin, dass Patricia es nicht war, habe ich keinen Grund, jemanden zu schützen. Warum sollte ich? Ich war es nicht und jetzt mache ich Schluss. Angesichts des Todes sagt man die Wahrheit. Grüßen Sie Patricia. Und sagen Sie ihr, ich werde Ihr Schutzengel sein, so gut ich es kann. Und wenn er durchkommt? Das ändert ja nichts an der Aussage. Wären Sie jetzt bereit, mir Ihre Fingerabdrücke zu geben? Ja, Chris. Ja, da sind Sie richtig. Aha. Ja. Danke, dass Sie angerufen haben. Wieder. Herr Nierens, Ihr Vater, Ihr Mann, ist soeben verstorben. Jetzt geht's nicht mehr. Ich war's. Ich hab's nicht mehr ertragen, dass er mich mit ihr, mit einer eigenen Tochter.